Das Sportjahr 2015 war für mich sehr erfolgreich, weil ich nicht nur den dritten Platz bei der Weltmeisterschaft in Texas belegen konnte, sondern weil ich auch geschafft habe, wirklich viele Workshops hier in Deutschland, Events zu organisieren, um andere in den Sport zu bringen. Denn das ist mir halt ganz wichtig, dass da einfach auch ja, sozusagen meine eigene Konkurrenz da ein bisschen heranzüchten kann und ja, ich hier möglichst bald auch vielleicht eine deutsche oder Europameisterschaft etablieren kann. Also das Skaten, das gibt mir eine gewisse Freiheit und das war anfangs vor allen Dingen nach meinem Unfall so eine Freiheit zu sagen, ich kann Sachen machen, wo Leute sagen, das ist unmöglich mit dem Rollstuhl. Und dann habe ich einfach gesagt, wenn du sagst, das ist unmöglich, dann mache ich es erst recht. Ich sollte zu Dortmunds Sportler des Jahres gewählt werden, weil ich denke, dass einfach mal schön wäre, jemanden da zu haben, der ja, nicht so die typischen Sachen macht und der nicht nur für sein eigenes sportliches Wohl kämpft, sondern auch für das von vielen anderen und die Gleichberechtigung, dass jeder halt Sport machen kann und dass jeder auch was machen kann, das ihn glücklich macht.